In diesem Video geht es über Belgisch Kongo und die grausamen Taten, die durch die Kolonialisierung 10 Millionen Menschenleben gekostet hat. Zwischen 1885 und 1908 war Kongo im Besitz des belgischen Königs Leopold. Das Spezielle an dieser Kolonie war, dass sie im Privatbesitz einer Person war und nicht einem Staat gehörte. Weil er es persönlich regiert hat, konnte er den Staat vollkommen ausbeuten und musste niemandem etwas erklären. Während der belgischen Kolonialherrschaft war die Ausbeutung von Kautschuk in der Kolonie Kongo ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Kautschuk wurde aus dem Saft von Gummibäumen gewonnen und in Europa zur Herstellung von Schuhen, Reifen und anderen Produkten verwendet. Wie schon erwähnt, musste König Leopold keinem erklären, was er in der Kolonie macht, weswegen seine Herrschaft sehr grausam war. Die Sklaven wurden gezwungen, Kautschuk von den Bäumen zu gewinnen. Wenn sie eine gewisse Menge in der vorgegebenen Zeit nicht einhalten konnten, wurden sie ausgepeitscht oder ihnen wurde die Hand abgehackt. Wenn ein ganzes Dorf sich weigerte, wurden sie alle auf grausame Weise ermordet. Die Soldaten, die diese Befehle durchführten, waren selbst Einheimische, die von den Offizieren ausgerüstet wurden. Die Schusswaffen wurden aber auch zum Jagen benutzt, was den Offizieren natürlich nicht gefiel, weil die Munition teuer war. Deswegen mussten sie pro fehlende Munition eine abgehackte Hand für den begangenen Mord vorweisen. Dies führte dazu, dass vielen Menschen die Hand abgehackt wurde, um dementsprechend auch Munition benutzen zu können. Die Strafen gefielen Leopold allerdings nicht. Der gewinnfokussierte, skrupellose Herrscher sagte, es wäre kontraproduktiv, den Sklaven die Hände abzuhacken. Die Profitgier des weißen Mannes kostete 10 Millionen Afrikanern das Leben. Die Hälfte der Menschen auf Kongo sind gestorben zu dieser Zeit. Seine schreckliche Herrschaft ist vielen Menschen unbekannt, obwohl es einer der schlimmsten Massenmorde der Geschichte war. Auch zu vergleichen mit anderen Massenmorden der Geschichte. Hitler hat 6 Millionen Juden ermordet und wird als der größte Tyrann der Geschichte gezeigt. König Leopold hingegen hat fast doppelt so viele Afrikaner auf dem Gewissen und hat bis heute Statuen in Belgien stehen. Warum wird König Leopold nicht aus der Geschichte von Belgien verbannt und als grausamer Herrscher dargestellt? Vielleicht weil seine Opfer nur Afrikaner waren? Ein 15-jähriges Mädchen gab 1904 zu Protokoll, was sie als Kind erlebte. Die Kautschuksammler kamen ins Dorf, sie banden den Vater an einen Baum und erschossen ihn. Und als sie ihn losbanden, gaben sie ihn ihren Hunden, die ihn gegessen haben. Die Sentries hackten meiner Mutter beide Hände ab, als sie noch lebte. 2 Tage später schlugen sie ihr den Kopf ab. Ein Beißer war nicht dabei. Wenn etwa bei der Jagd Munition verschossen wurde, holten sich die Soldaten die Nachweise von Lebenden. Das Abhacken von Händen und Füßen hatte noch einen weiteren Zweck. So konnte den Opfern ihre Kupferreifen abgenommen werden. Der amerikanische Missionar William Shepherd wurde in eine weit entferntere Region gesandt. In einem Dorf präsentierte der Häuptling ihm ein Schwellfeuer, auf dem ein Rost lag. Da lagen sie. Lauter rechte Hände, ich zählte sie. 81 alles in allem. Der Häuptling sagte, dies sind unsere Beweise. Ich muss immer die rechte Hand von allen abhacken, die wir töten, um den Staat zu zeigen, wie viele wir getötet haben.